Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Far Cry 3 Blood Dragon. Ja, zweite Garnison befreit. Haben wir sogar schon Laserpointer für unsere Knarre bekommen. Und ich würde jetzt gerne hier diese Mission annehmen. Geiselrettung, schon wieder. Die Omega Force untersucht Ruinen und schmeißt ihren Müll in die Natur, tötet die Umweltverschmutzer und rettet den Wissenschaftler, der sie begleitet. Vollautomatik. Oh, das ist gut. Okay, wir haben jetzt aber gar kein Fahrzeug. Na gut. Mischen wir mal hier ein bisschen Lauf voran. Oh. Guck, guck. Aha. So. Her damit. Los. Oh, ist da ein Fahrzeug bei? Nein, kein Fahrzeug. Und dann juckt's mich nicht. Dann juckt mich das gerade nicht. Da ist ein Fahrzeug. Da markieren. Heute noch. Danke. Na, haben sie auf jeden Fall zumindest wahrgenommen. Jetzt noch stirbt. Perfekt. Lob. Was? Lob? So. Ja, damit. Haben wir auch mal wieder ein Herzschlein. Ekelhaft. Ich liebe das. Ekelhaft. Ich liebe das. Ja, ja. Oh, guck mal hier. Wisst ihr was? Nimm mal das. Ups. Eine glatte 9,5. Scheiße. Oh. Ah, interessant, der brennt hier auch. Ja, das war jetzt eigentlich ein bisschen oversized. Na, komm schon. Ein bisschen sehr. Naja, aber naja. Können wir nichts für. Was habt ihr denn? Ich glaub, ey, hier ist ja alles verseucht. Na gut, wird da schon wieder geballert. Na, da kommt ein Auto. Ja, genau. Nicht getroffen. Jetzt aber. Nie wieder Migräne, Mann. Aha. Scheiße. Ist doch jetzt auch wieder für den Arsch. Oder? Ich weiß es nicht. Oh. Ne, ist er nicht. Sehr schön. Geht doch. Brumm, brumm. Oh, guck mal hier. Oh, na, egal. Einmal durch die Pampa. Oh, was ist denn hier? Was haben wir denn hier gefunden? Einfach mal so mitten. Ja. Okay. Wenn sonst nichts ist. Noch irgendwas? So eine Kiste sich. Oh, auf jeden Fall noch, würde ich gerade sagen. So haben wir schon zwei. Doc, ich habe eine Art antike, mystische, magische Scheißtür gefunden. Das muss der Ort sein. Wurde die Kiste aufbewahrt. Ich glaube, es ist ein antiker Tempel für die Drachen, obwohl ich nicht weiß, wer ihn erbaut hat. Was? Oh, habe ich es nicht erwähnt? Die Killstar. Die Megalaserkanone fürs Handgelenk, die wir gebaut haben. Nein. Doch, ich bin mir ganz sicher. Die Waffe, die Panzer zerschmettert. Und der einzig sichere Weg ist, Sloan zu töten und diesen Wahnsinn zu beenden. Doc, wie komme ich da rein? Gar nicht. Noch nicht. Die Tür öffnet sich nur den Würdigen. Das sagte Sloan zumindest. Würdig, hm? Sieht aus, als müsste ich noch ein paar mehr umlegen. Ja, das ist natürlich die logische Schlussfolgerung.
Okay, guck mal, was da vorne ist. Okay. Ich sehe zwei. Ich habe irgendwas gehört. Oh, guck mal, da liegt da sogar noch Knete rum. Total übersehen. Aber wie ist denn das jetzt? Wenn wir die jetzt da einfach wegballern. Passiert nichts. Warum? Aha. Hey. Das sind doch ein paar mehr. Alles klar. Ja, wobei, es hat ja auch, glaube ich, niemand was von leise gesagt, ha? War das nicht so? Aua. Bleibst du jetzt mal hier? Alter. Komm. Mein Freund. Ja, man sollte natürlich treffen. Die Geisel wird angegriffen. Beschützen Sie den Cyber-Nerd. So viel dazu. Genau das meine ich. Ach so. Au, 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 au. Oh, wir haben ja... wie jetzt? Okay. Wie, Mission gescheitert? Okay, das war dumm. Ja, auch gar kein Dings mehr an. An, sag ich schon, gar keine Medikits mehr dabei. Natürlich auch ein kleines Problem ist. Naja, gut. Den ganzen Stoff hat er. Wieso haben wir die anderen nicht gesehen? Hat er das genommen? Ich hoffe doch. Ja. Ja. Scheiße, Fahrzeugkreis. Jetzt noch einer. Was ist denn da? Jetski oder so? Okay. Was ist da? Ein Truck. Okay. Einfach so ein Truck in der Pampa. Das ist jetzt aber auch sehr ominös. So richtig gute Sicht kriegt man hier nirgends. Was ist denn das? Okay. Wie so ein Altar oder so. Hier ist doch irgendwo noch ein Fernseher. Hä? Ist ja fies. Wenn man was hört, aber nicht sieht. Da oben drauf ist auf jeden Fall noch was. Ich will da jetzt rauf. Komm schon. Ja, halbwegs festgeglitscht gerade. Hier irgendwie. Also hier ist irgendwo ein Fernseher. So viel ist auf jeden Fall schon mal sicher. Der war irgendwie hier. Okay. Das ist jetzt echt strange. Na? Müssen wir jetzt wieder einmal rum? Das wäre... Aha. Aha. Gucken wir einfach mal. Aha.
Da ist er. Da haben wir ihn doch gefunden. Okay. So. Jetzt können wir doch noch mal hier. Ach, guck mal. Ja, damit. Mal ein bisschen hier rüber schnieten. Irgendwas zu sehen. Aktuell nicht. Scheint eine richtige Höhle zu sein. Rutsch. Okay. Hätte man auch gar nicht alle sehen können. So viel dazu. Geisel scheint drin zu sein. Na gut. Eins, Nummer zwei, und zack. Bam. Wo ist er denn? Was? Ernsthaft? Das ist jetzt aber unfair. Das ist jetzt aber richtig unfair. Das finde ich jetzt fies. Okay, das heißt, wir müssen uns den leise vergehen. Na gut. Eine muss jetzt erstmal kommen. Na? Keine Lust, den jetzt quasi in die Arme zu laufen. Was habt ihr denn? Ja. Dann hoffen wir mal einfach, dass es leise ist. Ja. Ist hier. Das leise. Wie das geht mit dem gar nicht? Ja, das ist natürlich wieder so dieses, wenn man es nicht weiß. So. Stirb! Nein, nicht du. Der sollte sterben. Einer kommt da jetzt auf jeden Fall. Heil dich doch jetzt mal. Au. Tsching. Einer weniger. Jetzt kommt noch der Dicke. Ja. Da kommt er. Da kommt er. Und tschüss. Sehr gut. Aber das war jetzt echt ein bisschen doof, dass wir den nicht takedown können. Das ist so gut zu wissen. Ne? Sag doch was. Sehen aber auch alle total abgefreakt aus. Millionen, um mich zusammenzuflicken, und ich mach so einen Scheiß. Und dann noch beschweren, ja. Hallo, du bist Rex Power Gold. Darfst dich doch nicht beschweren. Und wieder aufgestiegen. Da liegt ja auch noch was. So. Ich glaube.
Halt. Doch. So, mit groben haben wir jetzt hier alles. Was labert der da eigentlich? Milch, Kühlschrank. Oh. Wo bist du denn her? Gibt's ja wohl nicht. Hat er den Wissenschaftler umgelegt. Naja. Das ist nicht unsere Sache. So, wie kommen wir jetzt verdammt nochmal an Medis ran? Gibt ja immer nur Geld rum. Oh. Geht da nicht noch einer? Eigentlich schon. Ah, beide ohne Waffen. Hey, gut. Halt ohne Waffe. So. Das ist wirklich ein Boot. Okay. So, wo ist denn jetzt überhaupt unser Hauptziel? Bitte um Damm kümmern. Okay. Ich würde sagen, fahren wir erstmal einmal hier hin. Sofern wir überhaupt den richtigen Weg gerade haben. Ich weiß das gerade gar nicht. Ah, wird schon irgendwie passen. Einsames Auto. Din, din, din. Oh. Da ist schon wieder irgendwo die Party. Oh, oh. Au, 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 au. Klang, klang, klang. Wir müssen erstmal eben den hier unten. Genau. Was ist das? Ein Schuss ins Blaue. Puh. War jetzt aber auch ganz schön knapp. Au, ja. Da drüben. Okay. Die haben sie auch klar gemacht. So. War da irgendwas in der Nähe? Oh. Tschüss. Oh. Ich glaube, wir haben gerade ein kleines Problem. Nennt sich zwei Autos. Hui. Einfach mal wegheizen hier. Oh, da ist ein Dino. Nicht unbedingt direkt bei ihm lang. Nicht so direkt bei ihm. So. Krieg. Da sind wir. Okay. Dann wollen wir doch mal eben gucken. Inventar auffüllen. Boah, machen wir einfach mal. Zack. Gab es hier nicht auch? Bin gerade verwirrt. Ich war der Mann, hier konnte man auch Medis kaufen. Genau, Konsumartikel. Machen wir uns mal einen Panzer. So. Besser. Oh, Kartenscan. Oh, her damit. Yeah, eine Super Floppy 9000. Geil. So. Jo. Ach, besser. Körperrüstung haben wir jetzt auch. Ich glaube, wir stopfen uns das eine Ding auch gleich mal rein. So. Ja. Mehr als die können wir nicht. Die kloppen sich jetzt mit dem Dino oder was? Ah, ich glaube schon. Ich glaube, wir sollten eher den hier nehmen. Okay. Dann
würde ich mal sagen, in der nächsten Mission werden wir uns dann mal um die Damm-Mission kümmern. Und wir sind dann jetzt auch erstmal wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, ihr habt soweit auch Spaß gehabt und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Also, auf bald!